Super, gute Entscheidung. Ich selbst mache ja auch die Ausbildung zur Industriekauffrau. Die Industriekaufleute bei uns durchlaufen viele verschiedene Abteilungen. Mal schauen, wo meine Kollegen gerade so stecken. Hi, ich bin der Özkan und bin zurzeit in der Personalabteilung. Hier werden eben Bewerbungsgespräche geführt, Verträge ausgestellt und die Zeitwirtschaft wird kontrolliert. Somit kommen wir zu meiner Aufgabe. Ich schaue, dass jeden Morgen sich jeder Mitarbeiter einstempelt und nachmittags wieder ausstempelt. Ebenfalls pflegen wir die Zeitnachweise der Monteure bzw. Servicetechniker ein, damit am Ende des Monats ihre Konten wieder ausgeglichen sind. Ja, hi, ich bin der Robin. Wir befinden uns in der Service- und Montageabteilung. Hier organisieren wir die kompletten Einsätze von Service- und Montagemitarbeitern und kümmern uns um die Reklamation. Bei all diesen Tätigkeiten unterstütze ich meine Kollegen. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin hier in der Einkaufsabteilung und wir beschäftigen uns mit der Beschaffung der einzelnen Teile, die wir für unsere Anlagen brauchen. Die Aufgaben von uns Azubis hier sind, dass wir uns um die Auftragsbestätigungen kümmern, wir schicken Anfragen raus, wir telefonieren mit Lieferanten und klären Liefertermine ab. Das Besondere an meiner Ausbildung ist, dass ich sie mit der Zusatzqualifikation Internationalem Wirtschaftsmanagement mache. Das bedeutet einfach, dass wir in der Schule noch andere Fächer haben ein bisschen und zum Beispiel die zweite Fremdsprache Spanisch. Und außerdem gehen wir in unserer Ausbildung zweimal ins Ausland. Einmal nach Madrid und einmal nach London. Und bei mir ist London jetzt auch nicht mehr so weit weg. Und darauf freue ich mich natürlich auch schon sehr. Hallo, ich bin Laila. Ich bin gerade im Ersatzteilvertrieb. Hier gehen die Bestellungen für unsere Ersatzteile ein. Diese werden von mir auf Verfügbarkeit geprüft. Der Kunde erhält eine Auftragsbestätigung. Dann versende ich die Ware und nach Erhalt seiner Ware erhält der Kunde eine Rechnung. Oh, das ist meins. So, jetzt hast du auch mal einen kleinen Einblick in die Welt der Industriekaufleute bekommen. Falls dir das zu trocken war und du eher etwas Praktisches oder Technisches sehen möchtest, dann klick dich doch mal weiter durch.